So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum Macht der Medien. Ich hoffe, Sie konnten jetzt ein bisschen den ersten Teil gedanklich ruhen lassen, ein bisschen aufarbeiten. Es sind bestimmt noch einige Fragen da. Wie gesagt, nach dem zweiten Teil können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und die Fragen durchgehen. Und ich möchte jetzt gern den zweiten Teil mit Ihnen durchgehen, wo es speziell um die okkulte Agenda der Musikindustrie geht. Wir haben ja vorhin von Walt Disney gesprochen, über den pädophilsten Club, den es gibt. Wir haben auch darüber gesprochen, welche okkulte Hintergründe diese Film- und Fernsehindustrie hat, gerade auch im Bereich der Medien, besondere Verwerbung. Und so sehen wir auch, dass Walt Disney selbst mit den Musikstars eine große Abhandlung hat. Eine enorm große Abhandlung hat. Ich selber war 6 Jahre lang DJ in eines der angesagtesten Clubs in Stuttgart. Und ich habe damals mein Studium finanziert damit. Und was mir damals aufgefallen ist, war, dass ich mit Musik die Menschen manipulieren konnte. Das wusste ich damals noch gar nicht so real gesehen. Ja? Aber das Interessante war, wenn der Nachtkoordinator bei mir an der DJ-Kanzel anrief und sagte, ey Thomas, hinten die Power-Bar, ist keiner an der Bar, mach mal was. Ich wusste, welche Musik, welche Frequentierung der Beats ich aufzulegen habe, damit die Leute dann nach und nach die Tanzfläche verließen, um an die Bars zu gehen und zu trinken. Wenn ich wollte, dass Frauen sich lasziv verhalten, wusste ich, welche Musik und welchen Rhythmus ich verwende. Wenn ich wollte, dass die Jungs sich am Freitagabend bei R&B und Hip-Hop verprügeln sollten, wusste ich, welche Art von Musik ich aufzulegen habe. Wir haben ja von Alpha-Frequenzen gesprochen im ersten Teil, nicht wahr? Die Musik ist genauso in der Lage, Alpha-Frequenzen hervorzurufen. Hypnose, emotionales Denken. Frage, wenn Sie, ich meine, das sieht man eigentlich fast überall, wenn man im Bus sitzt, wenn man in der U-Bahn sitzt, wenn man im Zug sitzt, sogar im Auto oder wenn man läuft. Was sieht man bei den Menschen oftmals? Nicht wahr? Von der realen Geräuschwelt abgekattet. Ja? Das heißt, man pfeffert sich jetzt erstmal Emotionen ins Gehirn. Denn das ist das, was nämlich mit uns passiert. Wenn wir Musik hören, was macht das mit uns? Belebt unsere Emotionen, oder? Positiv, negativ, melancholisch. Absolute Stimmung hervor. Bitte. Resonieren wir dazu so angeheuert? Ganz besonders nämlich in den Rhythmen. Ganz besonders in den Rhythmen. Sehr gut. Und oftmals ist es so, wenn man gerade die Leute beobachtet, dann sieht man, wie sie sich plötzlich in ihre Seifeblase einpacken und davonfliegen. Ja? Und dann auf ihre Reise gehen. Emotional. Man ruft ja Emotionen ab durch Musik. Irgendwelche Bilder, die dabei entstehen, die verpackt sind mit derselben Emotion, die ich damit abgespeichert habe. Logisch. Und das ist genau wieder so dieses Denken, was man hat bei der Musik und den Alpha-Frequenzen. Jetzt schauen wir uns doch mal Musik im technischen Sinne an. Ja? Rein technisch gesprochen. Die eigentliche Musik, nicht das, was wir im Radio hören, bitte. Das ist nicht Musik, das sind Geräusche, die wir hören mittlerweile. Das ist nicht mehr Musik. Besteht aus Rhythmus, Melodie und Harmonie. Und diese drei Hauptelemente findet man hauptsächlich und allein in klassischen Liedern, Chorlieder, volkstümlich, ich spreche jetzt nicht von, Achtung, Musikantenstadel oder so. Nein, ich rede hier von volkstümlich traditionellen Liedern aus Kulturländern. Okay? Nicht Uftata. Nein, nein. Lobpreis und Balladen findet man hauptsächlich, technisch gesprochen, Musik auf diesen drei Ebenen. Rhythmus, Melodie, Harmonie. Alright? So. Interessant ist, dass wenn alle drei Elemente vorhanden sind, so gut wie kaum, und wenn da nur ganz wenig, Alpha-Frequenzen im Gehirn stimuliert werden. Okay? So. Jetzt nehme ich mal die Harmonie heraus. Und das, was man, und das ist mir, wenn ich zurückdenke an meine Zeit, hat man die Harmonie ersetzt. Jetzt muss man ja wissen, was ist die Harmonie in der Musik?
Rhythmus ist klar, ist die Geschwindigkeit, nicht wahr? Die Geschwindigkeit kann ich takten, ja, ich kann Zwischenrhythmen einbauen. Und die Melodie ist im Prinzip das, was man hört, also die Tonfolge, ja, das gesungen wird. Was ist dann die Harmonie? Technisch gesehen ist Harmonie nichts anderes, der Akkord, auf dem alles getragen wird. Okay? Jetzt, wenn man sich heutzutage Musik anhört, wenn man nur das Radio einschaltet, und ich kann nur aus Erfahrung sagen, 6 Jahre lang Erfahrung, 5 Nächte die Woche aufgelegt, kommt ein bisschen viel Erfahrung zusammen. Von 70er Jahre Musik bis Techno, R&B, Hip-Hop, alles aufgelegt. 80er, 90er. Was jetzt im Nachhinein mir auffällt, ist, dass die Harmonie ersetzt wurde durch Geräusche. Synthesizer-Effekte. Es gibt keine Harmonie mehr in der Musik. Die gibt es nicht. Fragen Sie irgendeinen Musikstudenten, wenn es um Harmonie geht und Sie säkulare Musik anhören, finden Sie Harmonie? No-go. Die gibt es nicht. Sie wird ersetzt durch elektronische Geräusche. Fiepen, Wiepen oder wie das auch immer heißt. Es gibt nicht mal eine Bezeichnung dafür. Sie nennen es Harmonie, aber es ist keine Harmonie mehr, weil die Harmonie, also die Akkorde, mit dem Rhythmus des Basses gelegt wird. Und anstatt dieser Harmonie wird ersetzt durch elektronische Geräusche. Die eigentliche Harmonie ist aber weg. Und das Interessante ist, dass allein dadurch, hauptsächlich in Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz, Techno, R&B, Hip-Hop, Dance, House, Ethno, Reggae und weiter, genau diese Art von Technik hört. Das Krasse an der Sache ist nur, dass genau Rhythmus und Melodie hauptsächlich zu Alpha-Frequenzen führt. Sprich, Hypnose, unterbewusst. Deswegen ist auch so, wenn man Musik hört, meistens immer der emotionale Anspruch da. Nicht das Logische. Das ist das Gleiche wie mit dem Fernsehen. Wenn man jetzt aber mal zurückschaut, woher der Ursprung von Pop, Rock, Soul, Funk und Jazz ist, kann mir jemand sagen, woher der Ursprung eigentlich von dieser heutigen Musik, die wir hören, kommt? Klar, wenn jetzt viele sagen New Orleans und so weiter, ist zwar halbwegs richtig. Bitte? Woher kamen die denn? Ja. Habe ich auch gedacht. Voodoo, Haiti, die Gründer von Jazz, Soul, Funk, Blues etc. kamen alle aus einer Familie im Ursprung aus Haiti. Jetzt, was ist dort die Staatsreligion? Voodoo. Jetzt, welche Musik wird denn bei Voodoo-Kult benutzt? Rhythmus und Melodie. Und jetzt machen Sie mal selber die Probe aufs Exempel. Für sich zum Prüfen, bitte. Nicht das, was ich sage, prüfen Sie selbst. Nehmen Sie irgendeinen YouTube-Clip von irgendeinem bekannten Lied, das jetzt gerade in den Top 10 ist. Und schalten Sie mal irgendein Voodoo-Kult nebenher auf, nur vom Rhythmus her und von den Melodien. Und lassen Sie die mal parallel laufen. Glauben Sie, werden Unterschiede finden? No. Es klingt fast genauso. Nur, dass der Voodoo-Kult ein bisschen anders aufgebaut wird, optisch. Und das verwirrt ein bisschen. Machen Sie die Augen zu und hören Sie es nochmal. Aus diesem Ganzen entwickelte sich ja erst die ganze Musik, die wir heute hören, wie Reggae oder wie R&B oder Hip-Hop oder wie es auch heißt. Das kommt ursprünglich eigentlich daraus. Aus einem Hexen-Voodoo-Kult, das speziell darauf gedrillt war, durch Rhythmus und Melodie in Trance zu geraten. Hallo? Da wären wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Jetzt muss man schauen, dass in der Musikindustrie etwas vor unseren Augen durchgeführt wird, nämlich okkulte Rituale. Und das meiste davon wissen die Menschen nicht mal, was hier eigentlich vor sich geht. Wenn man sich allein die MTV Music Awards anschaut, und nur das mal analysiert, da wird vor Millionen von Zuschauern okkulte Rituale vorgeführt. Absolut hochokkulte Rituale. Wir werden sie uns nachher noch anschauen. Die Prämisse heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Haben wir schon mal gehört, nicht wahr? The Flaming Torch of Lucifer,
in dem Columbia-Logo von dieser Filmindustrie. E.A. White war eines der Gründer der sogenannten Musikszene in den 20er Jahren. Übrigens wurde ja auch erst gesellschaftlich Musik etabliert als ein, sage ich mal, wirtschaftliches Pendant zum Film. Ja? Und dieser E.A. White war sozusagen der Oberguru von den damaligen bekannten Musikern, die die ersten Platten haben drucken lassen und vervielfältigt haben. Und dieser E.A. White war nicht irgendjemand, es war eines der, ich glaube, er war sogar 32 Grad Freimaurer. Er sagte, übrigens, er gründete die Hermetic Order of the Golden Dawn, zu der kommen wir noch zu sprechen. Aber er sagte, jetzt Achtung, jetzt wieder rhetorisch mitdenken, zwischen den Zeilen lesen. Ja? Hier haben wir ihn. Unter der breiten Strömung menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften, die regelmäßig in der Tiefe die Veränderungen bestimmen, die dann an der Oberfläche sichtbar werden. Ich versuche das jetzt mal runterzubrechen. Diese Gesellschaft, wenn man jetzt einen Acker hat, verstreut Samen, okay, die in den Boden fallen und unsichtbar unter der Erde einen Keim bilden. Und so wie sie es hegen und pflegen, wird das Resultat dann später an der Oberfläche sichtbar. Das, was ihr seht, das werdet ihr ernten. Okay. Das ist übrigens das Buch, wo man es auch drin lesen kann. Das ist die Enzyklopädie von den Freimaurern. Da steht es auch drin. Also offiziell. Ja. Jetzt hat, übrigens, nur mal, das ist jetzt eine kleine Exkursion. Das ist nicht einmal wirklich das volle Bild, wie das System eigentlich funktioniert. Das ist jetzt wirklich nur Oberfläche angekratzt. Nur mal zum Verständnis. Jedes dieser einzelnen Bereiche, Bankwesen, Geschäftswesen, Militär und so weiter, ist praktisch in diesem System vorhanden. Unter anderem eben auch Musik. Jetzt, das ist die Wissensmenge. Umso weiter unten ich bin, desto weniger weiß ich, was über mir ist. Ja? Hier sind die Geheimgesellschaften und oben ist die sogenannte unbekannte Führung. Zwischen diesen beiden brauche ich jetzt Handlanger, meine Puppen, die ich tanzen lasse für mich. In dem Fall, um viel Gewinn einzuheimsen. Ja? Dieses Heer von Handlangern werden wir uns noch genauer anschauen. Aber diese Geheimgesellschaft, die zwischen dem System und der Bevölkerung arbeitet, muss ja auch irgendwie vorbereitet werden. Sie müssen ja irgendwie sich, sage ich mal, dafür aufopfern. Bis an einem Zeitpunkt dieser Mann, schon mal gehört, Aleister Crowley? Namen schon mal gehört? Okay. Aleister Crowley übernahm die Golden Dawn Loge. Das ist Aleister Crowley. Übrigens kommt aus einer christlichen Familie. Hat sich dann mit Okkultismus beschäftigt, so sah er vorher aus, danach sah er so aus, mit Hexerei und Satanismus beschäftigt. Und er war dann nicht nur irgendjemand, er war ein sehr angesehener in dieser Szene. Und man hatte ihn gewählt, um The Golden Dawn, diese Musikloge in dieser Industrieloge, sozusagen der Oberguru zu sein. So, das sind jetzt so die Symbole von dieser Freimaurerloge, der Order of the Golden Dawn. Ja, also man sieht auch hier wieder Freimaurersymbole, der Mond und die Sonne, schwarz und weiß, androgene Symbole. Hier haben wir auch wieder dieses mesopotamische Symbol, was wir vorhin gesehen haben. Also aus dem Okkulten, im Ursprung, zusammengesetzt. Das ist er übrigens in seinem 33 Grad Freimaurer, er war Schreiner, er war einer der größten, also ranghoher Freimaurer, Schreiner, 33 Grad. Und das war sozusagen sein Siegelwappen, das er so hat zeichnen lassen. Ja, hier ist übrigens auch das Auge wieder zu sehen. Und er schrieb für diese Loge ein Buch des Gesetzes, The Book of the Law. Das heißt, man muss jetzt dazu sagen, jeder, der in diese Loge eintritt als Künstler, unterstellt sich diesem Gesetz. Es unterstellt sich nicht nur diesem Gesetz, sondern es muss es auch verkörpern. Und in diesem Buch gibt es nur ein einziges Gesetz.
Das heißt, do what thou wilt shall be your own law. Das heißt, tu, was du willst, das soll dein einziges Gesetz sein. Du kannst tun und machen, was du willst. Das ist dein Gesetz. Jetzt muss man aber auch wissen, dass Aleister Crowley den Kabbalismus eingeführt hat in diese Szene, in diese Loge. Jetzt, was ist Kabbalismus? Lassen wir doch mal eine Koryphäe sprechen, die absolut eigentlich die beste Ahnung hat von Kabbalismus. Und das ist Dr. Michael Lightman. Und jetzt hören wir einfach mal, was dieser Mann zu sagen hat. Es wird auf Deutsch nochmal angezeigt, ja? Ich hoffe, man wird es lesen können. Mit Ausnahme der Kabbalah sind alle Systeme darauf ausgerichtet, uns zu unterdrücken. Das stimmt nicht. Ich war ein Jahr lang bei einer buddhistischen Nonne in Tibet. Ja, dann haben sie in einem geschlossenen Raum gesessen. Haben sie etwas mit ihrem Körper gemacht? Nein, ich habe meditiert. Das macht man in dem Kabbalah auch. Das stimmt nicht, sagt er. Es gibt keine Meditation in der Kabbalah? Er sagt, nein, es ist ein absolut gegensätzliches System. Egal wie man es auch ausdrückt, aber alle Systeme und die des Ostens ganz besonders basiert darauf, den Wunsch zu bekommen, zu zerstören. Das Ego zu zerstören. Ja, das Ego. Die Kabbala lehrt, dass man das Ego steigern soll. Sicher, das Ego vergrößern. Kabbala ist das Wissen darum, wie man bekommt, wie man erfüllt wird, wie man die Realität begreift. Man muss grausam sein und mit eiserner Faust agieren und zügellos und lustvoll leben. Das ist die Philosophie. Und man muss damit weiterleben und darf nichts unterdrücken. Im Gegenteil, man muss es entwickeln. Verstanden, was es bedeutet? Das ist übrigens das Thelma, Wille, Willenskraft. Wir hatten es ja schon mal davon, nicht wahr? Das ist übrigens das Symbol dazu. Wir hatten es bei der Loge der Golden Dawn gesehen. Man muss grausam sein und mit eiserner Faust regieren. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tu, was du willst, soll dein ganzes Gesetz sein. Zügellos und lustvoll leben. Man soll es nicht unterdrücken, sondern... Man soll, übrigens, JC hat ein Klamottenlabel rausgebracht, das genau das Do what thou wilt repräsentiert. Übrigens ist er einer der mit, ich glaube, 30 Grad Freimaurer, JC, und hat diese Philosophie mit in seine Kollektion übertragen. Also man weiß jetzt, wofür dieser Mann steht, zumindest mal, allein aus dieser Sicht. Jetzt heißt es praktisch, ich muss mein Ego pushen, um das Ego des anderen zu zerstören. Das heißt, ich muss immer über den anderen sein. Und das soll ich tun ohne Gesetz. Es gibt kein Gesetz, das mich aufhält. Ich kann tun und lassen, was ich will, wie ich es will. Das ist, bitte, die Philosophie dieser Musikindustrie, dieser Musikloge im Speziellen. Gegründet dann auf Aleister Crowley, der das Ganze so manifestiert hat, dass er, und wie er es auch selber sagt, in Kontakt mit Außerirdischen, sagt er, tritt, der ihnen genau gezeigt hat, wie er es praktisch weitergeben soll an die Handlanger, an die Puppen, die dann vor dem Fernseher herumspringen und singen. Spätestens ab dieser Zeit, nämlich der Flower Power Generation, greifte genau diese Philosophie. Und ist es nicht interessant, dass genau zu dieser Zeit dieser Umbruch kam? Schauen Sie doch mal zurück, was geschah in der Gesellschaft, als die Flower Power Bewegung kam. Was geschah denn? Dankeschön. Und was geschah? Was stand hinter der Philosophie der 68er Bewegung? Ego? Ich habe es gelesen, könnte es sein, das ist ein militärischer Feldversuch. Ja, das auch. Aber welche gesellschaftliche Philosophie sollte verbreitet werden? Ja, tu, was du willst. Zügellos. Und dann kam die Flower Power Bewegung mit der ganzen neuen Art der Musikstream, der dann kam. Und dann waren Millionen und Abermillionen. Natürlich benutzte man jetzt den Krieg, um das Ganze noch, verstehen Sie, moralisch zu unterstützen. Und das war nur eine Scheinbewegung. Die ganze Gegenbewegung in Amerika. Was eher wichtig war, die Gesellschaft zu formen, das war wichtiger. Und das geschah seit dieser Bewegung. David Bowie kennt man, oder? Zu meiner Zeit einer
der großen Musikidole, absolut. Was ich nicht von ihm gesammelt hatte, meine Güte, was ich dafür Geld ausgegeben habe. Er besingt in dem Lied Station to Station 1976 den Kabbalismus von Keter to Malkut. Und jetzt achten Sie bitte ganz genau auf seine Handbewegung, wenn er das singt. Bitte mal kurz auf das Video drücken. So, er singt es jetzt. Er geht mit der Hand nach oben. One Magical Way from Keter to Malkut. Und während er das jetzt so singt, jetzt nochmal auf die Hand achten. Was er macht, während er singt und oben anfängt, Keter und jetzt Malkut, das heißt den Weg des Kabbalismus geht, macht er dann diesen hier. Er geht mit der Hand so nach oben und beginnt jetzt seine Reise des Kabbalismus mit wem? Jetzt, Moment. Wir wissen, was das Symbol bedeutet, oder? Das ist die Anbetung Satans im Ursprung. In der Bedeutung des Ursprungs Anbetung Satans. Nur mal so nebenbei. Er selbst sagt, kann man kurz die Maus, danke. Er sagt, I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. Ich bin näher an der golden dawn eingetaucht, also in die Philosophie dieser Loge, in Crowley's Uniform der Symbolik. David Bowie war im Prinzip jemand, der die Popszene völlig erneuert hat. Er war eigentlich so das Sternchen an sich, weshalb dann die ganzen Stars, als er starb, ihn huldigten. Er war das symbolträchtigste Person überhaupt in der Szene. Was er für einen Einfluss hatte auf die ganzen Künstler im Nachhinein, das war so enorm durch diese Art der Philosophie. Deswegen hat sich auch David Bowie genauso gekleidet wie Aleister Crowley. In der gesamten philosophischen, symbolischen Ausdrucksform. Und das sind die Sternchen und Stars, die heute dem Kabbalismus nachrennen. Madonna, Britney Spears, Marilyn Manson. Übrigens hier mit seinem Freimaurerring. Übrigens sehr interessant. Könnte man gar nicht vorstellen, dass so eine Gestalt... Naja, egal. Michael Jackson hat hier Aleister Crowley auf seinem Bild. Übrigens, apropos Michael Jackson. Darüber könnte ich jetzt auch noch eine Stunde lang reden, aber ich will jetzt nur was ankratzen. Das ist die Auskupplung von Blood on the Dance Floor. Okay? Jetzt schauen Sie sich mal bitte das Cover genau an. Hier haben wir die Gebäude von World Trade Center 7. Ja? Im Hintergrund sieht man den einen noch stehen, der andere sieht man nicht, weil das nämlich in dieser Wolkendecke schon eingehüllt ist. Er ist schon zusammengebrochen. Sehen Sie das? Und schauen Sie mal, welche Uhrzeiten, also welche Zeit er ansagt. 9 und 11. Und er hat sogar den Trauerflor an. Und er steht auf dem Freimaurerboden, schwarz-weiß. Zufall? Das war... Schwarz und Weiß ist die Grundfarbe der Freimaurer. Jeder Boden im Tempel von Freimaurern ist immer schwarz-weiß. Das ist dieses Gut-Böse, Yin-Yang, dieses androgene Denken. Ja, dass sie vereinen, dass sie kontrollieren können. Wann das Gute losgelassen wird, wann das Böse losgelassen wird, das kontrollieren die. Auf jeden Fall, nur mal interessant so am Rande zu zeigen, wie ne, schon damals über den 11. September, bevor es geschah, schon symbolisch gezeichnet wurde. Aber auf jeden Fall hat Michael Jackson es hier zum Beispiel drauf. Oder Beatles. Aleister Crowley. Hier oben ist er. Da. Ozzy Osbourne widmete sogar ein Lied an Mr. Crowley. Hannah Montana. Crowley Meadowmall. The Doors auf ihrem Album 13. Auf der Rückseite haben sie hier die Büste von Crowley, um den sie sitzen. Das ist der Led Zeppelin-Gitarrist in dem Lied Stairway to Heaven. Übrigens, das ist das Haus, in dem Aleister Crowley gewohnt hat. Hier hat er immer seine Seancen gehabt mit diesen außerirdischen Wesen, die er auch gezeichnet hatte. Und das ist die May Queen, so hat er sie getauft. Jetzt, jeder, der das Lied kennt, Stairway to Heaven, weiß, dass dieser Begriff May Queen mal vorkommt.
Aber in dem Zusammenhang von dem Text macht es überhaupt gar keinen Sinn, was er da singt. Denn in dem Text geht es ja um Erlösung, also um die Befreiung. Und das ist dann der Text, wo es dann heißt, also vielleicht kennen Sie ja die Melodie, if there's a bustle in your head, don't be alarmed, no, it's just a sprinkling for May Queen. Okay, so lautet dann so ungefähr. Heißt auf Deutsch in etwa, falls es raschelt in deiner Hecke, mach dir keine Sorgen, es ist nur ein Frühjahrsputz für die Mai-Königin. Das Problem an der Sache ist, dass dieser Kontext, von dem Gesamtkontext des Liedes überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, man sieht, also so wie Sie eine Geschichte erlesen, wie Sie einen roten Faden haben und die Geschichte verstehen können. Man hört jetzt dieses Lied, man sieht den roten Faden, und plötzlich wird das hier gesungen und merkt, wo ist der rote Faden? Und sobald das fertig gesungen war, kam der rote Faden vom Gesamtkontext der Geschichte wieder zurück. Sprich, als würde man das in Klammern singen wollen. Okay? Jetzt kommt es aber noch interessanter. Wenn man jetzt eine Schallplatte hat und man lässt jetzt die Schallplatte laufen und lässt genau jetzt diesen Part runtersingen und stoppt jetzt mit dem Finger for the May Queen und stoppt mit dem Finger. Okay? Jetzt nehme ich die Schallplatte und lasse sie jetzt ab dem Moment rückwärts laufen. Dann hört man das. Oh, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan, he'll give those with him 666. Auf Deutsch, dies ist für meinen süßen Satan, derjenige, dessen kleiner Pfad mich traurig macht, dessen Macht Satan ist. Er wird denen, die mit ihm sind, die 666 geben. Komisch, oder? In all dem Lied hört man sowas nicht. Nur diese eine Frequenz, wo es plötzlich aus dem Kontext gerissen wird, mit dieser May Queen, hört man dann, wenn man es rückwärts laufen lässt, genau sowas. Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Prinzipiell nicht mehr. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist schon mal sehr interessant. Sehr interessant, wie ich finde. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr. Übrigens, ganz kurz, dieses 666, also wenn man jetzt im Internet nachforscht und irgendwie 666, dann denkt man immer gleich an Barcode oder RFID-Chip und so weiter und so fort, nicht wahr? Jetzt ganz ehrlich, wir haben eins gelernt, wenn wir was zu recherchieren haben, sollten wir bis wohin gehen? Bis zum Ursprung. Jetzt, wo finden Sie in der Menschheitsgeschichte etwas über 666 im Ursprung? In der Bibel, da wird zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte erwähnt. Jetzt, was sagt die Bibel über das 666? Hat das irgendwas zu tun mit Barcode? Hat das irgendwas zu tun mit... Nein. Aber interessant ist, dass es gesagt wird, alle, die mit Satan sind, er wird dafür sorgen, dass die, die mit ihm gehen, in welcher Form auch immer jetzt mal, lasse ich mal offen, dass er in der Lage ist, den Menschen dann die 666 zu geben. Nur ganz kurz, wenn Sie es mir erlauben. In Offenbarung Kapitel 13 spricht es von einem System, jetzt zu dieser Zeit, das dafür sorgt, dass alle Menschen diesem System wie verwundert hinterherrennen. Und dann heißt es, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Ja? Oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das sind schon drei Elemente. Und dann heißt es, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, das heißt, wer drüber nachdenkt, der berechne die Zahl eines Menschen und seine Zahl von diesem Menschen lautet 666. Frage, was hat jetzt 666 wirklich damit zu tun? Es ist die Zahl eines Menschen, der in Bezug steht zu einem System und hinter dem der Drache steht, der in der Bibel Satan genannt wird. Das heißt, der Satan sorgt dafür, dass ein System miteinander funktioniert auf der Welt, der dafür sorgt, dass alle Menschen das 666 aufgedrückt bekommen, ansonsten können sie weder kaufen noch verkaufen. Aber es bezieht sich auf eine Person, nicht auf irgendein System. Es funktioniert mit einem System, ja, aber es bezieht sich auf eine Person. Und es heißt, wer Verständnis hat, das heißt, wer drüber nachdenkt und berechnet, der soll die Zahl 666 mit einer Person identifizieren. Nur mal so am Rande.
Wenn Sie mehr wissen wollen, gerne später. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an. Können wir kurz auf das Video klicken? Wer hier eigentlich alles hier mitspielt in diesem kabbalistischen System? Kennt man all die Sternchen und Stars? Übrigens, früher hat man diese Symbolik in der R&B und Hip-Hop-Szene nicht gehabt. Man hat ja East Coast und West Coast gehabt. Heute hat man die Pyramide. Nur mal so am Rande. Früher hieß es wirklich East Coast und West Coast. Das Dumme war nur, dass damals in den 80er Jahren gar kein Streit kam zwischen, wissen Sie eigentlich, wie weit die Ostküste von der Westküste entfernt ist in Amerika? Jetzt mal nur logisch gedacht, was haben irgendwelche Street-Gangs, Rapper in New York mit irgendwelchen Street-Gang-Rappers in Los Angeles zu tun? Nichts, oder? Aber MTV suggerierte einen sogenannten Kampf der Gangs, der Musikgangs zwischen East Coast und West Coast. Deswegen gab es auch immer diese Symbole mit der Hand, das E und das East Coast und West Coast, E und W. Das gibt es nicht mehr. Man hat sie jetzt vereint, deswegen hat man jetzt die Pyramide in der Anbetung. Und wenn man mal gerade auf so R&B-Konzerte ist, dann sieht man die Menge, die sie hier machen. Ich meine, die Kanzlerin macht das so gerne. Genau andersrum. Ja? Nur mal so. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das System funktioniert, vor allem wie dadurch die Gesellschaft von solch alterigen Kindern erzogen wird für dieses System. Nehmen wir das Beispiel von diesem unscheinbaren Mauerblümchen. Weißt du noch, wer das ist? Ja, nee. Das ist Christina Aguilera. Man erkennt sie nicht mehr wieder, oder? Das war noch ein Mauerblümchen. Also wenn man mal zurückschaut, wie sie begann, übrigens, sie kam ja aus Walt Disney. Falls Sie das nicht wissen, sie war eine Moderatorin bei Walt Disney. Das war die Kind. Zusammen übrigens mit Britney Spears, kann man mal hier auf das Video klicken. So klangen die ersten Lieder von ihr. Ja? Also im Vergleich jetzt, säkular gesehen, sauber. Anständig. Ja? Das Interessante ist auch zu sehen, inwiefern auch die Choreografie bei Stars aussehen. Jede Bewegung, jeder Handgriff ist choreografiert. Das ist dann die Generation, die man heranzüchtet als Vorbild. Das ist jetzt ein bisschen Fremdschämen-Effekt, ich weiß. Okay? Also, man züchtet junge Generationen daran als Vorbild. Das heißt, man möchte so sein wie das Vorbild, man möchte so angezogen sein wie das Vorbild, man möchte so bekannt sein wie das Vorbild, man möchte so sein wie sein Vorbild. Aber man fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Die Philosophie des Kabbalismus geht von Keter zu Malkut. Das heißt, es ist ein Prozess. Man fängt völlig unscheinbar an. Leichte Musik, gute Sprache, saubere Sprache. Ebenso, dass die Eltern eben es nicht erlauben würden zu sagen, du darfst es nicht hören. Nein, man verpackt es so, dass man die Eltern noch so dazu hinkriegt, zu sagen, okay, das kannst du noch hören. Mauerblümchen-Effekt, sage ich immer. Und dann analysiert man dann nach und nach die Videos, wie sie sich entwickeln, vor allem auch die Sprache in der Handbewegung, in der Gestik, in der Artikulierung. Und dann kommt nach irgendeiner Zeit der sogenannten Mauerblümchen-Phase, kommt jetzt ein Monarchprogramm. Schon mal gehört? Monarchprogramm ist ein Programm, wo zur Transformation führt. Wie bei einem Schmetterling, der zuerst eine Raupe wird und dann zu einem Monarch, zu einem sich entpuppt, in einem Schmetterling. Das hier war die letzte Auskopplung in der sogenannten Mauerblümchenphase, okay? Wo dann dieser Monarch, wo das Monarchprogramm anfängt zu greifen, das erkennt man dann folgendermaßen, das wird man dann auch bei anderen Stars sehen. Nämlich zum einen der Ziegenbockkopf und zum anderen, hier sieht man schon an der Seite, den Flügel eines Schmetterlings, immer im Hintergrund aufgetaucht. Ja, Monarchprogramm.
Und genau an dieser Zeit, wenn das Monarch-Programm beginnt, also aktiv zu sein, hört man plötzlich von diesem Star, das noch vorhin ein Mauerblümchen war, hört man plötzlich von Party, Alkoholexzessen, Drogenmissbrauch. So nach dem Motto, ups, was passiert jetzt mit dem Star? Bitte vergessen Sie nicht, es ist eine Erziehung von Kindern. Man fängt seicht an und die Kinder machen alles nach. Die Kinder werden älter, nicht nur zu Teenager, sondern sie werden Jugendlicher. Was wünscht sich denn ein Jugendlicher? Party, Saufen, Alkohol. Ja, logisch. Klar, warum? Weil sie es vormachen. Sie hören es durch die Medien, das ist ihr Vorbild, unbewusst, und geifert ihnen nach. Ist doch klar. Also aus kleinen, if you wanna be with me, wird dann später zu, und den hier und den und keine Ahnung was alles. Weil das vorgelebt wird vor ihren Augen. Wir hatten es ja im ersten Teil schon gesehen. Und wie oft werden denn solche Videoclips wiederholt am Tag? Einmal? Wie oft wird von den Stars berichtet? Einmal am Tag? Hallo? Naja, gut. Dann kam erstmal nichts mehr von ihr. Sie tauchte komplett ab. Und dann trat sie wieder in Erscheinung mit diesem Auftreten. Halbnackt, stripped und die Musik hat sich komplett verändert. Aggressiver, vulgärer die Sprache. Auch die Videoclips waren teilweise wirklich obszön. Ich meine, hallo, vorhin noch als Mauerblümchen, jetzt knappe Hosen. Ich meine, selbst Prostituierte sehen besser aus. Aber das ist die Vorbildfunktion für Teenager, die im Erwachsenenalter sich dann genauso weiterentwickeln, wie es ihnen säkular vorgezeigt wird. Ist doch klar. Monkey see, monkey do. Da denkt keiner mehr mit. Und ihr Äußeres hat sie komplett verändert. Brustvergrößerung, Lippenvergrößerung, was auch immer. Das, der ganze äußerliche Schein wird komplett verändert. Und dann auch noch die Videoclips dazu. Übrigens zu diesem Film, zu diesem Videoclip, Stripped, wird nämlich Massenvergewaltigung suggeriert. Massenvergewaltigung. Wenn man es analytisch, kritisch beobachtet und analysiert, das Video, sieht man sofort, worum es geht. Es geht um Street Gangbang. Übrigens, jetzt wird es sehr interessant. Jetzt bitte, wir haben jetzt im ersten Teil ja wirklich gelernt, unser Gehirn einzuschalten, nicht wahr? Jetzt bitte analysieren Sie mit mir, das war auf dem Stripped-Album im Coverbuch drinnen. Bereit? Okay. Was sehen Sie hier? Analysieren zuerst. Beobachten, analysieren, wiedergeben. Was sehen Sie hier? Okay, nehmen wir erstmal dieses Bild. Die Puppe liegt auf dem Boden, ein Fuß ist auf ihr drauf. Heißt, du wirst unterdrückt. Du bist so viel wert wie der Staub unter ihren Sohlen. Kabbalismus, das Ego des anderen zu zerstören, zertreten, ist doch klar. Was macht das Messer hier? Vor allem, was glauben Sie denn, was das für ein Buch ist? Es ist die Bibel. Und jetzt schauen Sie mal, wie gedacht wird. Aus der Bibel heraus kommt ein Messer und bedroht. Wo zeigt denn die Laufrichtung hin? Die Spitze des Messers. Zum Kind, nicht zum Buch. Das Messer kommt sozusagen aus dem Buch auf die Menschheit zu. Das ist eine Gefahr, eine Bedrohung. Sehen Sie, wie das schon suggeriert wird? Gehen wir mal weiter. Was sieht man denn hier? Ein Hexagramm mit schwarzen Kerzen. Hexenkult. Sieht man das hier? Ein enthäuteter Ziegenbockkopf. Das sind die Augen. Das hier, jetzt kommen wir zum Pädophilen. Das hier ist Vergewaltigung von Kindern. Pädophilie. Ja, um Angst einjagen. Wie kann man den Menschenmassen kontrollieren am besten? Durch Angst. Natürlich. Wenn Sie Menschen als Angst mit Werten von Angst kontrollieren, dann haben sie gehörige Menschen. Wenn sie über ihnen stehen, durch Kabbalismus, bitte.
dem anderen Schriftstück dort, das auf den Kopf zu. Das hier? Naja, also als ich das jetzt so gesehen hatte, das war ja die schwarze Kerze, nicht wahr? Das eben hier mit diesem Hexenkult zu tun hat, weil eigentlich benutzt man für Hexenanbetung schwarze Kerzen. Jetzt dahinter verbirgt sich ein geschlossenes Buch, was auch ein Messer drauf hat. Für mich ist das letzten Endes nur der Anschein und es zielt ja auch auf das Kind. Ja? Also es, für mich hat es zwei Bedeutungen letzten Endes. Entweder hat es direkt was mit dem Okkultismus selbst zu tun, was ich allerdings nicht glaube, weil die unterstützen ja Okkultismus. Das heißt, es dürfte keine Gefahr sein. Es muss ja eher positiv herüber verpackt werden. Das muss noch irgendein besonderes Buch sein, das ebenso eine Gefahr darstellt für Kinder. Und zwar Achtung, jetzt mal nur im Vergleich. Jetzt nehmen wir doch mal hier dieses Buch, die Bibel. Jetzt, was beinhaltet die Bibel aus moralischer Sicht? Anständige Dinge oder völlig verruchte Dinge? Anständige Dinge. Heißt aber in dem Zusammenhang, dass diese Anständigkeit, Moral, eine Gefahr darstellt. Nicht zu sein, moralisch anständig. Und deswegen glaube ich, dass dieses Buch genauso was damit zu tun haben muss, in diesem Zusammenhang. Denn der Grundsatz gilt, tu, was du willst und zerstöre das Ego des anderen. Da wird nicht von Moral gesprochen. Frage, gehen Sie mal heute raus und reden Sie mal mit Jugendlichen über Moral. Machen Sie das mal. Und seien Sie mal überrascht, was für Antworten Sie bekommen auf die Frage von Moral, was überhaupt Moral ist. Die meisten Jugendlichen haben überhaupt keine Ahnung, was Moral ist. Machen Sie das mal. Sie werden erstaunt sein, was Jugendliche heutzutage noch von Moral überhaupt wissen. So sieht das Bild im Ganzen aus. Vom Mauerblümchen zur Hexenmeisterin. Hochokkult. Und das sind die ganzen Sternchen, die wie sie vorhin aussahen und wie sie danach aussahen. Vorher, nachher, vorher, nachher. Immer dann, wenn dieses Monarchprogramm beginnt, aktiv zu werden, zeigen sie eigentlich, das ist das, was wir gelesen haben, was unter der Oberfläche brodelt, wird dann später sichtbar. Das ist doch genau das Prinzip. Und die Musikindustrie arbeitet ganz, ganz eng mit der Modebranche zusammen. Alexander McQueen war eines der Dresser für die Stars und Künstler. Auch er hat in seiner okkulten Form, als er dann in diese Loge eintrat, sehr viel mit okkulten Hexensymbolen zu tun gehabt. Hier, Freimaurersymbol, schwarz-weiß. Baphomet-Symbol als Mode. Er hat sogar ein Modelabel dieser Frau gewidmet. Wissen Sie, wer das ist? Helena Petrovna Blavatsky. Jetzt, wer ist Helena Petrovna Blavatsky? Sie ist eigentlich eine Hexe. Begründer der Theosophie. Richtig, der Theosophie. Und sie hat Bücher geschrieben über den Okkultismus und selbst eben über diese unsichtbare Welt, über die, also wir würden jetzt sagen außerirdische, aber in Wirklichkeit sind es Mächte um uns herum, die wir nicht sehen können, die eigentlich, die Bibel sagt, gefallene Wesen sind, die hier auf Erden leben, weil sie aus dem Himmel herausgeschmissen worden sind. Nur mal so. Und er hat ihr praktisch dieses entschleiert, gemäß dieses Buches der Philosophie des Kabbalismus, hier eine Mode-Label entworfen, speziell für sie. Dann kam eben auch hier sieht man es jetzt schon, dann kam sein Monarchprogramm, Schmetterlinge. Ja? Und von da an änderte sich vieles. Jetzt kommen wir schon so langsam in das Illuminatendenken hinein. Er war nicht nur einfach nur Freimaurer. Nein, er durfte die Crème de la Crème der Stars bekleiden. Und übrigens, jeder Star, der in die Öffentlichkeit tritt, muss das tragen, was man ihm auferlegt zu tragen. Es ist nie aufgefallen, wenn zum Beispiel Paparazzis irgendwie Stars hinterher fotografieren, warum die Stars in ihren privaten Zeiten immer so mit Schlabberlook rumlaufen? So Jogginghose und nicht, weil sie unerkannt, weil sie es nicht ertragen können mehr, diese Kluft ständig anziehen zu müssen, was sie aufgetragen bekommen. Deswegen tragen die nur noch Jogginghose und T-Shirt. Weil sie froh sind, mal was anderes tragen zu können, als nur die Kluft, die sie ständig anziehen müssen.
Und das ist dann Alexander McQueen, Frühjahr, Sommer 2010. Jetzt schauen Sie sich mal diese Schuhe an. Sehen Sie das? Ja, das muss ja bequem sein, oder? Für Frauen. Aber jetzt schauen Sie mal. Achso. Kennen Sie diese Dame? Lady Gaga? Kennen Sie diese Schuhe? Alexander McQueen. Er durfte sie von vorne bis hinten ankleiden. Auch dieses Fleischkostüm, was sie mal anhatte, war alles Alexander McQueen. Das, was er für sie, übrigens, Alexander McQueen kreiert seine ganzen Mode nur unter Trance. Das heißt, wenn er in Verbindung steht mit Geistern, bekommt er von ihnen gezeigt, wie die Künstler einzeln aussehen sollen. Es geschieht nicht aus eigener Feder. Übrigens, er bekommt dann dieses automatische Zeichnen, wie auch andere zum Beispiel durch Einfluss von Geistern plötzlich dieses automatische Schreiben kriegen und plötzlich komponieren können. In der Szene wird zum Beispiel über den Rain Man gesprochen. Eminem, Jay-Z sprechen von dem Rain Man. Wir hören nachher noch ein Zitat. Das ist, wenn sie unter Einfluss von Geistern stehen und plötzlich automatisch schreiben. Sie komponieren. Kennt man überhaupt übrigens auch in der charismatischen Szene. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Dieses automatische Schreiben. Und wenn wir schon von Lady Gaga sprechen, ich meine, von ihr könnte ich jetzt wirklich jede Menge erzählen, ja. 666-Symbol, Pyramide mit dem Auge und den Sonnenstrahlen. Genau, jetzt, MTV Music Awards. Die jetzigen MTV Music Awards haben bisher alles überboten, was bisher überhaupt kam. Da wurde sogar Sex mit Tieren auf der Bühne gezeigt. Kein Scherz. Also symbolisch gezeigt, nicht wirklich, aber Sex mit Tieren. Jetzt bei diesem Ritual, da ist ja Lady Gaga gerade mal in Erscheinung getreten, als der Superstar schlechthin. Und was dort geschah, war, sie wurde offiziell der Loge, der Golden Dawn, offiziell eingeführt. Während sie so tanzte, und es übrigens, also im Hintergrund sieht man, ist die Architektur eines Freimaurertempels. Was man jetzt leider nicht sieht, ist, dass hier oben auf der Höhe etwa ein Ziegenbockkopf zu sehen war, ein ganz großer, Baphomet. Jetzt tanzt sie so und plötzlich fällt sie auf den Boden und hat so Filmblut, weil sie sich jetzt opfert. Da kommen dann 6 Tänzer, nehmen sie und heben sie dann so hoch Richtung Ziegenbock. In dem Moment kommt dann dieses Seil herunter, sie greift danach und sie wird jetzt dann diesen Ziegenbockkopf hochgezogen, geopfert. Sie opfert sich sozusagen wem? Baphomet. Offizieller Freimaurerritus, okkulter Freimaurerritus von Millionen von Zuschauern und die Leute dachten, das wäre einfach nur eine Choreografie. Das Krasse war, dass direkt danach der Moderator dann nach vorne kam und sagte, wer will mit mir Satan anbeten? Und die ganzen Stars, die in so einer besonderen Loge sitzen, standen fast alle auf und machten den hier. Fast alle gleichzeitig, bis auf ein paar, standen auf und huldigten mit. Macht man sowas? Also man muss kein Satanist sein, aber ich meine, logisch betrachtet. Das ist Lady Gaga, das ist Baphomet in seiner Symbolik. Übrigens, kennen Sie auch dieses Symbol hier? Kennt man in der Pharmaindustrie, nicht wahr? Schauen Sie, Handbewegung, Handsymbolik, exakt genauso. Hier ist der Baphomet-Kopf, den sie als Kopfschmuck trägt. Auf den Videos 666, Ziegenbockkopf, schwarz-weiß. Und das ist übrigens ein Regisseur. Eigentlich eines der mit bekanntesten und wichtigsten Musikvideoregisseure, die es gibt. Und schauen Sie mal auf sein T-Shirt, der er anhat. Es ist eine Großfamilie, ne? Es ist eine Großfamilie, bitte. Ich wollte nur noch mal kurz auf das Symbol mit dieser Schlange zurückkommen. Mhm. Um sich selbst windet oder an einem Stab? An einem Stab. Eine Schlange, das ist aber mit der eher eine Schlange bei Mose. Nicht ganz. Naja, ist eine Frage. Ja, nee, hat aber damit nichts zu tun. Ah, ja, uh-huh.
Aber der Ansatz war schon mal nicht schlecht. Und jetzt schauen Sie, wissen Sie eigentlich, wie Lady Gaga vorher aussah? Bevor dieses Monarch-Programm begann und vor allem, wie sie hieß? Schauen Sie mal. Würden Sie sie wiedererkennen? Kaum einer wusste, dass sie Stefanie hieß. Die war völlig unbekannt, bis man ihr Talent entdeckte und sie wurde dann der Musikindustrie vorgestellt. Und dann kam das Monarch-Programm. Hier sieht man es wieder, Schmetterlinge, überall als Symbol. Hier in dem Auftritt oder hier mit dem Klavier. Und was dann, was das aus ihr machte, sah man ja dann. Auch Britney Spears. Mauerblümchen, Monarch-Effekt, Gegenteil. Bei Justin Bieber genau das Gleiche. Ja, von Madonna muss man, glaube ich, nicht viel reden. Sie ist ja sowieso die Hexenkönigin in der Loge. Sie ist die absolute Königin. Und das zeigt sie auch sehr gerne in den Videos und auch offiziell bei den Musikauftritten, wie sie sich wirklich als die Dienerin Satans offenbart. Buchstäblich. Wirklich, sie sagt es sogar selbst. Wobei sie nicht den Namen Satan nennt, sondern einen anderen Begriff. Und so haben wir dann die ganzen Stars, die wir kennen, rauf und runter, alle schön zusammen in dieser Loge, in diesem Programm für die Gesellschaft zur Umformung und zum, naja, als Vorbild für den New Age Geist. Das ist das, was man ja heute dazu sagt. New Age. Das neue Zeitalter. Und das übrigens, Bono hatte vom Papst persönlich den Auftrag bekommen, sich darum zu bemühen, dass die Musikindustrie diese New Age vorantreibt. Vom Papst persönlich. Nur mal so nebenbei. Das hier ist Pink. So sah sie aus, als sie offiziell auf der Bühne in die Freimaurerloge hineinkam. Übrigens, das hier ist das Original, also der Originalanzug, den man anhat, wenn man in eine Freimaurerloge kommt. Sieht exakt so aus. Auch heute noch. Denn so sah nämlich der erste Freimaurer aus, der in eine Freimaurerloge akzeptiert wurde. Exakt so. Ja, weil die Person opfert sein Leben für diese Loge. Das heißt, man kommt auch nicht mehr raus. Wir werden noch selber Zitate hören von den Stars selbst. Nicht, dass sie was von mir hören. Wir werden die Stars selber sprechen hören, dass ich es nicht mehr sagen muss. Und dann hören Sie mal, was die dazu sagen. Ist es nicht interessant, dass in England das MTV-Gebäude im selben Gebäude ist wie ein Freimaurertempel? Ist exakt im selben Gebäude. Und normalerweise, wenn Freimaurer unter sich bleiben, dann sind sie unter sich. Die lassen niemanden, nicht einmal Institutionen oder eine Praxis oder irgendwas in demselben Gebäude. Aber es ist interessant, dass MTV darin wohnen darf. Für mich ist MTV nicht Music Television, sondern Mason Television. Und heutzutage hat MTV weniger was mit Musik zu tun als mit gesellschaftlichen Themen. Wenn das mal aufgefallen ist. Früher, zu meinen Teenie-Zeiten, konnte ich wirklich 24 Stunden Musikvideos sehen. Heute sind vielleicht noch wie viel Prozent Musikvideo? Im Vergleich zu irgendwelchen, keine Ahnung, gesellschaftlichen Fragen? Sie sagte gerade was, dass ihr aufgefallen ist, die beiden Anfangsbuchstaben MTV, Masonic Temple. Das ist ja auch wahrscheinlich kein Zufall. Das V sieht wieder aus wie ein Wies und das andere wie ein Gerät. Nee, das sind einfach die Anfangsbuchstaben. Ne? Ja, das natürlich. Das ist ja so naheliegend, da wäre ich jetzt auch nicht drauf erziehen. Also. Absolut. Absolut. Also, ja, kann man wohl sagen. Hier, Key West, das ist ein satanischer Tempel. Das ganze Bild sieht noch ganz, das ist jetzt nur ein Ausschnitt von einem Bild. Er ist, man müsste sich mal die Augen anschauen von ihm. Das ist, also wenn der Mann nicht besessen ist, dann bin ich keine Ahnung wer.
Dalai Lama oder sonst wer. Aber wenn, also, naja, schauen Sie, hier. Nur mal, damit Sie sehen, wie der Kabbalismus in diesem System zusammenhängt. Schauen Sie mal. Können Sie das lesen, was er für ein T-Shirt hat? Jesus, mit Y geschrieben. Hier, das gebrochene Kreuz. Auf dem Konzert erscheint Jesus ihm persönlich. Er selbst ist der Messias, der sich opfert. Hier hat er sogar eine Kollektion herausgebracht, wo man Dämongesichter auf T-Shirts sieht. Hier, Jesus mit dem umgedrehten Kreuz. Hier selbst wird er sogar gekrönt von Engeln. The Golden Dawn, das ist die Loge. Das ist der satanische Blick gegenüber seinem Gegenüber. Nämlich Jesus, wie es auch jetzt hier beschrieben wird. Und Key West ist eigentlich wirklich der Messias in dieser Loge. Er hat ja bei so vielen MTV-Auftritten so viel für Stimmung gesorgt, ja, wie zum Beispiel bei Aberkennung von irgendwelchen mit Preisen oder sonst irgendwas, hat er immer dazwischen gefunkt. So als ob er sich mal aufopfert und aufopfert und aufopfert und aufopfert. Er ist der wahre Messias. Er ist der eigentliche Jesus in dieser Loge. Und das ist eben, wie gesagt, dieses Handzeichen, das man heutzutage mehr sieht als je zuvor. Nelly Furtado. Das hier ist jetzt ein Bild von dem Videoclip von Rihanna. Und dieses Bild, und wir hatten es ja vorhin gehabt im ersten Teil über subliminale Botschaften. Jetzt dieses Bild war in diesem ganzen Musikclip nur ein einziges Mal zu sehen und das nur so schnell. Dann sieht man es nicht mehr. Jetzt, wenn man sich das aufzeichnet oder auf YouTube schaut und jetzt genau bei diesem Bild, das nur einmal zu sehen ist, nur ganz kurz, mal kurz stehen bleibt und das Bild nochmal genau anschaut, was sieht man da? Also überhaupt mal eine Frage. Kann man sich wirklich so verrenken, dass man so einen geraden Buckel hat am Rücken? Funktioniert nicht. Also, was ich schon mal sagen kann aus meiner Erfahrung, das ist Bildmanipulation hier. Das ist Photoshopped. Aber warum dieses Bild und nur einmal und nur ganz kurz? Hörner, Schädeldecke, Augen, die Ohren und die Fratze. Können Sie sehen? Schädeldecke, Augen, Hörner, Ohren, Fratze, Baphomet. Wo die Ohren runterhängen, die Hörner nach oben sind. Dämonfratze. Deswegen sieht man das Bild nur einmal und nur ganz kurz. Sonst gar nicht. Subliminal. Und egal, wen wir uns auch anschauen. Jetzt lesen wir doch mal ein Zitat selbst. Christina Aguilera. The devil's in my soul, so my heart became a grave. The flame just burns without control. I'm the master and the slave. Heißt so viel wie: Der Teufel ist in meiner Seele. So wurde mein Herz zu einem Grab. Die Flamme brennt ohne Kontrolle. Ich bin der Meister und der Sklave. Justin Timberlake, Washington Post. All you people out there, Satan is my master. He has always been. Ihr lieben Leute da draußen, Satan ist mein Meister und er war es schon immer. Jetzt, wenn Sie glauben, dass es nur Zitate sind, die ich vielleicht mal abgetippt habe oder so. Nee. Jetzt hören wir mal zu, was Stars sagen. Das heißt, wir brauchen Audio und bitte kurz auf dieses Video klicken. Und genau zuhören. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's real. Also ich muss sagen, es ist überhaupt mehr als mutig von dieser Künstlerin, so offen zu sprechen. Ein bisschen mitbekommen, was sie gesagt hat? Wenn du reich und berühmt werden willst, musst du einen Vertrag mit dem Teufel unterschreiben, mit deinem Blut. Und du musst all deinen moralischen Code, dein ganzer Kodex beiseite legen.
und sagt, das ist eine Einbahnstraße, es lohnt sich nicht, es gibt keinen Weg zurück mehr. Wenn du einmal den Weg gehst, das war's. Du bist zwar reich und berühmt, aber du bist ein Sklave und du bist eigentlich nichts mehr. Du musst funktionieren, wie die es wollen. Ein weiteres Zitat? Gerne. Kennt man ihn hier? Bob Dylan, Dankeschön. Video laufen lassen. Ich habe es jetzt mit deutschem Untertitel. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander on this earth and in this earth and then in the world we can't see. Wissen Sie, was die Bibel darüber sagt, in was für einer Welt wir leben? Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit unsichtbaren Mächten aus den himmlischen Regionen. Ich meine, er hat mit Bibel und Christentum eigentlich nichts zu tun, aber er sagt Dinge, die die Bibel schon längst gesagt hat. Nur mal so am Rande. Wir sprechen ja von Satan, von Satanisten, von Okkultismus, von Luzifer. Ich meine, wenn wir im Ursprung studieren wollen und wirklich mal grundlegend, mal klar den Fokus darauf beziehen, was real ist. Ich meine, was findet man über dieses Wesen als nur in der Bibel? Darf ich nur was über Dylan sagen? Ja. Ja, bitte. Ja, Dankeschön. Ja. Ja, also dieser Dylan, der hat mal also sehr viel für die Popkultur gemacht, also 60er Jahre. Ich habe auch für Leute geschwärmt, die seine Musik transportiert haben. Tambourine Man, Turn, Turn, Turn. Auch gerade Turn, Turn, Turn. Da hat er also auch Sachen aus der Bibel von Seeger und so weiter bearbeitet. Und dieser Dylan, der wurde auch mal so im Evangeliumsrundfunk dermaßen hochgepusht, als der Gesalbte, hallo, das ist unser christlicher Verkünder und der ist wirklich Christ, der ist, also der hat auch sowas, ich meine, er ist ja jüdisch, ne? Er hat jüdische Wurzeln und er lässt sich ja eigentlich auch gut verkaufen, weil er ist, kommt gut an und er hat einen unwahrscheinlich langen Vorschub. Die Popgeschichte ist ohne Dylan weniger wert. Ja. Und jetzt wird er so im Grunde genommen, so er rutscht ab, oder? Naja, was heißt er rutscht ab? Der Punkt ist, er muss weitermachen. Er darf nicht aufhören. Er kann einfach nicht so aufhören. Das obliegt jeder Form des Ziels dieser Loge. Du wirst so lange daran arbeiten, du wirst so lange auf der Bühne stehen, vor den Menschen herumhopsen, so lange wie du lebst und kannst und atmest und noch Kraft hast in deinen Knochen. Denn es geht darum, Massengesellschaften zu manipulieren und zu steuern. Und umso besser, wenn er es geschafft hat, dass er sogar in christliche Logen so ein Entgegenkommen hat, obwohl es mit Christentum eigentlich nichts zu tun hat, selbst mal inhaltlich nichts zu tun hat, es klingt zwar schön, oberflächlich, dann hat, muss man sagen, dieser Chief Commander, für den er seinen Handel gemacht hat, die beste Arbeit getan, oder? Wieder schließen. Also sie sind nicht ausgeliefert und haben nicht die Kontrolle verloren sozusagen. Man kann trotzdem noch seinen Willen Gott übergeben. Das, keine Frage. Der Mensch hat einen freien Willen. Er kann entscheiden, was er will. Da kann nicht einmal der Teufel irgendwas dagegen tun. Er kann uns nur vereinnahmen damit. Keine Frage. Aber solange wir noch unser Denken haben und frei entscheiden können, können wir immer noch entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Er hat einen Handel geschlossen und er glaubt wahrscheinlich, da kommt er nicht mehr dran raus. Das Problem ist, er hat nicht das Pendant gelesen. Würde er es tun, hätte er vielleicht mal beim Denken einen kleinen Hieb an der Seite bekommen, zu sagen, vielleicht sollte ich mal wechseln. Denn wenn das eine real ist, in dieser Welt sichtbar, jetzt sogar bestätigt, wie real ist dann bitteschön dieses Buch? Nur mal so, wirklich, logisch gedacht. Wie real. Hier, Key West, mitten auf der Bühne.
und er bricht sein Programm, geht nach vorne und sagt dieses. Bitteschön. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Gehört? Mittendrin im Programm. Bricht ab, geht nach vorne und sagt, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft. Mittendrin. Aus dem Nichts. Nicht um sich zu promoten, glaube ich nicht. Oder hier. Katy Perry. Kommt eigentlich aus einer christlichen Missionarsfamilie sogar. Musikmissionare waren das sogar. Aus der baptistischen oder methodistischen, keine Ahnung. Jetzt hören wir mal, was sie dazu sagt. Bitteschön. About, you know, what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Also sie wollte so die Amy Grant sein, in der wo sie früher als Kind noch musiziert hatte. Und es hat nicht funktioniert. Dann wurde sie der Musikindustrie gegenüber vorgestellt und dann verkaufte sie ihre Seele dem Teufel. Beyoncé ist ja verheiratet mit diesem Key, mit diesem Jay-Z. Und interessant ist auch, was sie zum Beispiel sagt, wenn sie, und das, ich habe jetzt das andere Video leider nicht mit integriert, aber die Stars gehen nicht einfach so alleine auf die Bühne. Sie gehen noch mit jemand anderen auf die Bühne. Hören Sie mal, mit wem. Und das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt nur ein Beispiel von einem Künstler. Das ist eigentlich bei allen Künstlern der Fall. Denn wenn man einmal drin ist in dieser Loge, bekommt man einen Geist zugesprochen, der permanent dafür sorgt, dass sie gut performen kann, gut singen kann, ja, das ausdrückt, was ausgedrückt werden soll. Jetzt hören wir mal buchstäblich selbst, wie das funktioniert. So, kurz auf das Video klicken. Sasha Fierce. Sasha Fierce. Like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. Also sie sagt, Sasha Fierce wurde der Name genannt. Das ist die Bezeichnung von diesem Spirit, der getauft wurde, Sasha Fierce. Und da wurde sie gefragt, ja, wann tritt denn diese Sasha Fierce auf? Und da sagte sie, ja, also bevor ich auf die Bühne gehe, wenn ich dann die Menge höre, wenn die ersten Rhythmen anfangen zu schlagen, dann the other things, also dieses andere Wesen kommt über dich. Kommt über dich. Jetzt mal kurz eine andere Aussage von ihr, in einem anderen Interview. Bitte das Video. And you know what's so funny is I saw you turn into that trans thing. Like you lose your mind. I do. Like, yeah. I was like, you know, it's really amazing. I can't describe it. It's just something that takes over me and we named it Sasha. It's just something that takes over me and we named it Sasha because it's like two different people. Verstanden? Also, es ist wie so eine Persönlichkeitsspaltung. Ich nenne es Besessenheit. Ein Geist geht in Besitz über auf eine Person, damit diese Person in der Lage ist, außergewöhnliche Dinge zu tun auf der Bühne. Ich meine, die müssen rumspringen. Ich meine, ich würde nach 5 Minuten so keuchen, ich würde keinen Ton mehr rauskriegen. Die trainieren zwar viel, aber ich sage jetzt mal 1,5 Stunden rumspringen und immer noch den Ton treffen, ohne irgendwie den Luftverlust zu spüren bei der Lunge. Das ist übermenschlich. Und trotzdem noch den Ton perfekt zu treffen. Und das ist nicht nur bei ihr so. Ich hatte ein Foto entdeckt, ich habe es leider jetzt nicht gespeichert, ich hoffe, ich finde es bald nochmal. Und zwar wie Adele, wie sie mit einem Altar, und zwar haben die meisten Stars immer so eine schwarze Box, die sie tragen müssen. Und wie sie aus so einem Freimaurertempel herauskam mit dieser schwarzen Box, und das haben fast alle diese Stars, das ist ihr Anbetungsaltar.
wo sie praktisch, also sie müssen mit diesem Altar in diese Freimaurerhaus oder was auch immer, Tempel, je nachdem, wo es sich befindet, und haben da ihr kleines Räumchen und müssen regelmäßig mit diesem Altar in diesen Raum rein und diesen Geist anbeten, damit ihnen weiterhin Kraft gibt und Stärke gibt und so. Und da sieht man sie manchmal aus so, solchen Seancen herauskommen mit den Bodyguards und sind alle in Schwarz angezogen, komplett in Schwarz. Und tragen diesen, diesen Würfelkoffer mit sich herum, wo der Altar drin ist, zur Anbetung von Dämonen, von Geistern. So sieht übrigens Beyoncé aus mit ihrer kompletten Freimaurermontur. Aber nicht nur in der Musikszene, sondern auch in der Filmszene ist es so. Hören wir mal dieses, in dieses Interview hinein. Bitte schön. Es hat auch unten, wie gesagt, den Untertitel. Bitte schön. Have you seen the movie? No, I've not. I'm sorry, you've not seen the movie? Not just yet. And you're too busy to see it, probably? Hier wird dann auch berichtet, ob er hier bei David Letterman, hat er gefragt, ob er denn seinen Film gesehen hat. Er hat gesagt, er schaut sich prinzipiell nie seine Filme an. Dann hat er gesagt, ja, wie kommt es? Ist es irgendwie ein Status von Ignoranz? Und er sagte, nein. Also er mag diese Erfahrung während dem Set und während den Aufnahmen. Aber wenn der Film fertig ist, will er damit nichts mehr zu tun haben, weil dann steht, dann ist er zu sehen. Sagt er dann, he is up there. Er spricht nicht von sich. Und es hat mich dann plötzlich daran erinnert, wie er in einem Interview, auch im Rolling Stone, sagte, dass er, bevor er in diese Rolle reinschlüpft, dass er Seancen hat mit Geistern, die ihm zeigen, wie er schauspielern soll. Also etwas nimmt wieder in Besitz von ihm, dass er genauso schauspielern kann, wie es eigentlich für diese Person als Schauspieler dargestellt werden soll. Zum Beispiel. Ja, Johnny Depp. Genau. Schade, dass man, aber genau das Gleiche. Und dann sagt er, then he is up there. Er spricht nicht von sich, er spricht von jemand anderem. So, als ob er eine gespaltene Persönlichkeit hätte. Ja, genau. Sammy Davis Jr., nicht Sammy Davis Jr., egal. Auf jeden Fall, mehr als genug. DMX, genauso. Ja, spricht davon, wie er Gott kennengelernt hatte, weil er die andere Seite wahrhaftig sah. Und er sagte, das ist Gottes Erde. Und dann wollte er aufhören in dieser Musikszene. Und was hat man gemacht? Man hat ihm aufgedrückt, dass er Steuern hinterzogen hätte. Und sitzt seitdem immer noch im Knast. Weil er raus wollte aus dieser Musikszene. Weil er gemerkt hat, mit was für ein Dealer überhaupt eingegangen ist. Vor allem mit wem. Oder hier. Kennt man diese Person? Funktioniert das Video? Amy Winehouse. Ohne Tattoo, ohne nichts. Also da sah sie noch richtig gut aus. Ich war ohne Tattoo, ohne Drogen, ohne Alkohol. Da wurde sie gefragt, ja, hat man denn versucht, dich irgendwie zu verändern in deiner Ausdrucksform, in deinem Aussehen, in deiner Sprache? Und sagte, ja, man hat versucht, mich in dieses Dreieck reinzuzwängen, aber ich sagte nein. Aber irgendwie hat sie anscheinend doch den Schritt gemacht, weil man sieht ja, was daraus geworden ist. Leider. Tolles Talent, tolle Stimme. Hier, JC, jetzt hören wir mal über den Rain Man. Bitteschön. How it came about being a lyricist is weird, because I started out technically, like I used to write all the time, you know, before I started going into the Rain Man thing, you know. Haben Sie das gehört? Rayman Thing? Also wenn er versucht jetzt zu komponieren, in diese technische, in diesen technischen Bereich reinzugehen, um sich zu verwirklichen, dann kommt dieses Rayman Thing. Das heißt, der Geist, wie ein Regen kommt über ihn und er fängt an automatisch zu schreiben. Automatically. Also man kann nebenher kochen, wenn man will, man schreibt automatisch plötzlich Kompositionen auf. Hängt im Zusammenhang, wie gesagt, mit diesem Rain Man-Gedanken. Das ist so die Sprache bei Ihnen. Jetzt, interessant ist auch zu hören, jetzt, wenn wir, das ist übrigens aus dem Titel von seinem Album Black. Da gibt es einen Titel, das heißt Lucifer, Lucifer, Son of the Morning.
Und wir hören jetzt mal kurz rein, was sich hinter diesem, hinter dem Ausdruck dieses gesamten Albums eigentlich verbirgt. 666. Konnten Sie es hören? 666 und dann töte, töte Jesus. 666. Ich möchte jetzt den Kreis schließen. Jetzt aus dieser Perspektive. Okay? Hören wir doch jetzt mal ein Interview von einem der Neffen von Rockefeller. Und zwar wurde das Interview gemacht mit Aaron Russo. Wissen Sie, wer Aaron Russo ist? Der hatte eine Dokumentation herausbringen wollen über die Einkommensteuer in Amerika, Income Tax. Und als er da so recherchiert hatte, kam er vom einen ins andere und traf den Neffen von den Rockefellers. Und er hatte noch zu seinen Lebzeiten, er lebt ja leider nicht mehr, anscheinend an Krebs gestorben, hat er nochmal in einem Interview bekannt gegeben, auch in Bezug auf den 11. September, wie das geplant wurde, buchstäblich, auch von den Rockefellers, wie für sie die Kontrolle über die Gesellschaft aussieht. Und das lesen wir hier. Die Zerstörung der Familie, der Feminismus ist unsere Erfindung, aus zwei Gründen. Denn vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil jetzt auch die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurden damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, MTV, Hollywood, PlayStation und so weiter und bekommen nun unsere Botschaften eingetrichtert. So stehen sie nun nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie, sondern unter unserer. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufheizen, mit Hilfen der Medien, und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Kabbalismus. Verstehen wir jetzt den Zusammenhang? Die für die angebliche Karriere arbeiten, alles konsumieren, was wir ihnen vorsetzen, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Die Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer diese Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung. Und somit schließt sich der Kreis. Das ist der Samen, der in die Erde gelegt wird, gehegt und gepflegt wird und das Resultat dadurch sichtbar wird, indem Sie es kontrollieren. Nicht durch Regen und Sonnenschein auf natürliche Weise. Sie züchten es. Und die Menschen finden es noch spitze. Wo und wann hat er das denn gesagt? Kann ich das nachlesen? Moment, America Freedom to Fascism war vor 8-9 Jahren, circa. Das ist aber auch noch auf YouTube finden. Ja, ja, genau, sehr gut. Aaron Russo, America Freedom to Fascism. Eine Dokumentation. Genau. Sollte man sich wirklich anschauen. Richtig, genau, absolut. Und er kam dann auch später auf dieses RFID-Chip und 11. September und so weiter, also enorm, enorm. Komischerweise lebte er nicht mehr danach. Angeblich an Krebs gestorben. Angeblich. Nun, jetzt haben wir wirklich mal beide Seiten gesehen. Also zumindest erstmal die eine Seite und die andere Seite nur mal angekratzt. Dennoch, egal wo man jetzt hinschaut, in der Filmindustrie, in der Musikindustrie, in der Werbebranche, alles, was gesellschaftlich irgendwie manipulieren kann, steht immer im Vordergrund von einem okkulten Denken. Das irgendwie und jedes Mal Bezug hat zu irgendwie Baphomet oder Satan oder Luzifer oder wie man es auch nennt. Ist doch komisch, oder? Ist doch irgendwie, weiß nicht, strange. Oder doch nicht? Jetzt, wer ist denn überhaupt dieses Wesen? Was wissen wir davon? Dieses geheime Wesen. Nun, wie auch hier, möchte ich mit Ihnen zum Ursprung gehen.
Im Alten Testament, in Hesekiel 28, wird von diesem Luzifer gesprochen. Jetzt lesen Sie mal mit mir, wer dieses Wesen eigentlich war. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst, was steht hier? Vollkommen. In deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Also Gott, laut der Bibel, hat dieses Wesen geschaffen und dieses Wesen war absolut perfekt. In seiner Schönheit, in seiner Intelligenz, in seinem Status, in seiner Arbeit, in allem, was er tat, war er perfekt. So wie Gott es wollte. Absolut perfekt. Bis Sünde in dir gefunden wurde. Jetzt, was bedeutet Sünde? Sünde heißt Trennung von Gott, gegen das Gesetz Gottes zu sein. Trennen, dagegen sein. Und jetzt kommt's, durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum, das war der Grund, habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Also was Gott hier macht, ist Folgendes. Gott sieht, okay, das, was er macht, ist nicht mal nach dem, was ich eigentlich wollte. Aber er hat ihm freien Zugang, denn selbst Engel haben einen freien Willen. Genauso wie wir Menschen. Das heißt, dieser Engel stand am Thron Gottes. Er stand direkt neben Gott. Er war sozusagen wissen Sie, was Luzifer heißt? Übersetzt? Lichtträger. Der schützende Cherub vor dem Thron. Er stand am Thron. Er stand neben Gott. Er sah auf Gott. Er sah das Gesetz. Er sah alles. Er wusste alles. Er war der erste General vor den ganzen Engeln. Gehen wir weiter. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Jetzt Achtung. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeiten deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Also was Gott macht, sagt, Luzifer, so geht's nicht weiter. Wir müssen mal reden. Ich habe dich eingesetzt für das, 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 jenes. Warum jetzt so? Und was macht er? Er rebelliert gegen Gott. Und kann Sünde und Heiligkeit zusammen an einem Ort wohnen? Kann Licht und... Nein, das funktioniert nicht. Also Gott musste ihn entfernen. Hätte Gott ihn töten können? Ja. Hätte er. Okay, nur mal angenommen. Wenn alle geschaffenen Engelwesen, und es sind Milliarden von Milliarden von Milliarden von Engeln, wie die Bibel berichtet, und jetzt alle Engel sehen, dass Gott, der so mächtig ist, plötzlich, nur weil einer nicht so will, wie er will, plötzlich umbringt. Was würden die anderen Engel denken? Also die anderen Engel hätten Angst und würden nicht mehr aus Liebe ihn dienen. Richtig, sie würden sagen, oh Moment, so liebevoll ist er doch gar nicht. Der ist doch ein rachsüchtiger und herrschender. Nein, Gott. Oder sie denken, der hat recht. Genau, und dann würden sie tatsächlich sagen, na siehst du, Luzifer hat ja doch recht. Was er behauptet gegen Gott. Er sei rachsüchtig und herrschender und so weiter. Nein. Er hat ihn einfach nur entfernt von seiner Position. Er hat ihn nicht getötet. Denn wenn man wirklich glaubt, dass Gott Liebe ist, dann würde ich genauso handeln. Ich töte ihn nicht, sondern ich gebe ihm Raum, dass er wieder zurückkommt. Oder? Und genau das hat Gott getan. Er hat es versucht, interveniert, aber er wollte nicht. Also ist die Konsequenz, und tschüss, raus aus dem Himmel. Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältige Nation? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen. Was wollte denn er? Was wollte denn der Luzifer? Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen und dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wie wollte ein geschaffenes Wesen sein? Wie? Gott. Er wollte regieren, er wollte bestimmen. In seiner Schönheit, in seiner Intelligenz hat er gesagt, Moment mal, alle Engel reagieren auf meinen Befehl. Natürlich bekomme ich den Befehl vom Oberen, aber ich habe so ein Ansehen bei den anderen Engeln, dass ich jetzt eigentlich hier selber der Gott sein könnte, oder? Ich kann doch bestimmen, ich bin doch das intelligenteste geschaffene Wesen überhaupt. Also warum nicht selbst König sein? Warum nicht selbst Gott sein? Übrigens, was jetzt hier leider nicht mit drin steht, in Hesekiel 28 wird noch was beschrieben.
Dort heißt es, bei seiner Erschaffung, nur ganz kurz, hören Sie mal. Hier wird von seiner Schönheit beschrieben. In Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und Gold. Eines der edelsten Metalle, die es gibt, war er komplett geschmückt. Er muss traumhaft gewesen sein, er muss wirklich, sowas hat ein Mensch noch nie gesehen. Und dann heißt es, deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie dir bereitet. Frage, wer war für die Musik im Himmel verantwortlich? Weiß er, wie Musik geht? Weiß er, wie man komponiert? Er hat sogar den himmlischen Chor geleitet. Jetzt bitte logisch jetzt mitdenken. Wenn ein geschaffenes, vollkommenes Wesen die Gabe der Musik bekommt, einzig und allein dafür, um Gott zu ehren, bedeutet es, dass eigentlich ja er dafür komponieren müsste, um Gott die Ehre zu geben, nicht wahr? Okay. Jetzt, wenn ich aber in meinem Denken rebellisch werde und ich habe immer noch die Gabe der Musik, wie verändere ich jetzt das Denken im Sinne der Komposition? Nicht mehr der soll angebetet werden, sondern ich möchte die Musik so gestalten, dass es dann auf mich abzielt. Denn ich bin doch der Verantwortliche für die Musik. Ich kann es doch so komponieren, dass es auf mich bezieht. Nämlich so, wie ich es will. Ich entscheide, was gut und schlecht ist, nicht was Wahrheit ist und Lüge. Oder? Jetzt müssen wir einen Sprung machen. Sind wir im Neuen Testament, Offenbarung. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Hier sieht man schon, dass der Luzifer es geschafft hatte, so viele Engel auf seine Seite zu sich zu vereinen, um jetzt wirklich mit einem Bollwerk gegen Gott und seine Engel zu rebellieren. Gegen den Erzengel Michael. Aber sie siegten nicht. Und ihre Städte, das heißt, wo sie wohnten, wurden nicht mehr gefunden. Sie wurden wirklich verwiesen aus dem Himmel, raus. Und so wurde der große Drache, jetzt bitte, genau mitlesen, die Bibel legt sich selber aus. Wenn Ihnen irgendein Hinz und Kunst kommt und sagt, oh, das bedeutet dies und das könnte philosophisch, die Bibel legt sich Wort für Wort komplett selber aus. Der Drache, der hier genannt wird, wird jetzt noch beschrieben, wer er ist. Der Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan. Der den ganzen was? Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und wenn man jetzt nur grob nachrechnet, wie viele es sein könnten, geht man aus von mehreren, vielen Milliarden von Dämonen aus. Dämonen heißt nichts anderes als gefallene Engelwesen. Das heißt Dämon. Griechisch. Dämon, gefallene Engelwesen. Deswegen haben sie den Namen Dämon, weil es halt aus dem Griechischen kommt. Jetzt, was passierte? Jetzt können wir natürlich mit einem Märchen anfangen. Adam und Eva. Pff. Ist doch bloß ein Hoax, oder? Naja, gut, okay. Wenn man es jetzt evolutionistisch betrachtet, definitiv. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber leider hat für mich die Evolution keine Antwort gefunden, selbst nach meinen jahrelangen Recherchen. Der Missing Link ist immer noch da. Interessant ist aber nur, dass archäologisch gesehen, sämtliche Orte im Alten Testament gefunden wurden. Mittlerweile auch die Stelle, wo das Volk Israel durch das Rote Meer gewandert ist. Sodom und Gomorra wurde gefunden. Etc., etc., etc. Also Evolution? Ich weiß nicht. Bewiesen hat es bisher wirklich nicht, denn die Banane hat mehr Gene als wir. Fast identische Gene wie wir. Wollte ich sagen, nicht mehr, sondern fast identische Gene. Im Ernst. Die Banane hat fast dieselben identischen Gene wie wir. Evolution? Kann irgendwie. Allein hier hört mein Verstand auf zu sagen, das stimmt, geht nicht. Aber, jetzt bitte. Die Bibel berichtet davon, dass Luzifer sich in eine Schlange transformiert hat. Jetzt, warum benutzt das intelligenteste geschaffene Wesen, eine Schlange? Ja, aber warum Schlange? Ich kann ja auch ein anderes Tier nehmen. Cherubim heißt, also wie ich das verstanden habe, Feuerschlange. Also es muss schon nicht nur ein schönes Wesen gewesen sein,
sondern hat auch etwas mit einem Blitz zu tun oder mit einer Schlange, mit einem Wesen. Also, danke schön. Also mit einem. Ist angeschaltet? Ja. Mit einem Wesen, was also einer Feuerschlange entspricht. Mhm. Das heißt also einem Wesen, ja eben also dieses Immaterielle, dieses, was uns ja auch fasziniert, an einem Cherub, an einem Engel, das ist ja dieses das Wesen überhaupt. Und wenn dieser Typus des Lichtbringers auch noch beschrieben wird, dann ist es ja jenseits unserer ganzen Vorstellung. Und so ist es diese Schlange ja auch dieses, er lässt sich ja auch im Paradies ein mit diesem Menschen und er versucht ja auch da seine Wesensart, dieses danach auch, du wirst dann Staub fressen, du wirst sie... Was hat es dann vorher getan, wenn es dann jetzt erst danach auf den Boden kriechen muss? Du wirst ihn in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Das ist ja auch ein Umkehrungsprinzip, natürlich, wenn man natürlich. So will. Ja? Prinzipiell doch der Gedanke, wenn Sie irgendjemanden überzeugen wollen, verführen wollen, welche Mittel greifen Sie dazu? Zu welchen Mitteln? Zu den besten, die Sie kriegen können, oder? Das Beste, das Schönste, das Größte, das Imposanteste, nur um Eindruck zu schinden. Und wenn man bedenkt, dass dieses Wesen so intelligent war, ich glaube, man könnte jede Intelligenz der jetzt noch lebenden Menschen zusammentun und wir würden nicht einmal die Intelligenz erreichen von diesem Wesen, da überlegt er sich doch zweimal, welches Wesen er benutzt, um Menschen, also er sucht übrigens ein neues Zuhause, er ist ja herausgeschmissen worden. Er darf ja dieses Territorium noch nicht betreten. Deswegen war er auf dem Baum und hat den Boden nicht berührt, weil er es noch nicht durfte. Weil er hat gesündigt und Heiligung und Sündigung darf nicht, das funktioniert nicht. Aber er muss irgendwie ein Zuhause finden. Also benutzt er eine Schlange, es muss wohl das schönste Wesen gewesen sein. Und übrigens, die älteste Schrift, die man gefunden hat, war eine chinesische Bildschrift, wo zum Beispiel die Erklärung für das Böse war ein Drache mit Regenbogenfarben. Für Sinnflut war ein Schiff mit Wasser zu sehen. Ja? Über 4000 Jahre alt. Und als er eben in diese Schlange sich als Medium ausgesucht hat, sagte er zu Eva, soll Gott wirklich gesagt haben? Was impliziert diese Aussage? Soll Gott wirklich? Hat Gott echt gesagt? Bist du sicher? Zweifel sehen. Hat Gott gesagt, du darfst nicht von diesem Baum im Garten pflücken? So ein Baum von der Erkenntnis von Gut und Bösen? Und so fing er an, nach und nach mit dieser Methode, die er auch jetzt versucht, Menschen durch falsches Denken zu beeinflussen. Und dann kommen wir genau zu diesem Punkt. Offenbarung 18. Jetzt kommt nämlich dieser Brückenschlag. In Offenbarung 18 wird von dem System Babylon gesprochen, was wir im ersten Teil gesehen haben, nicht wahr? Und dort heißt es, übrigens ist das gleiche Wort mit den Kaufleuten wie in Hesekiel, was wir gelesen haben mit diesen Handelsgeschäften. Im Englischen heißt es Merchandising. Er machte Werbung für sein System. Er verhandelte mit den Engeln, gib du deine Position auf und ich gebe dir meine Freiheit. Merchandise. Denn im Himmel gibt es nichts, womit man kaufen oder verkaufen kann. Da gibt es keine Ware, wo wertvoll war. Das gab es nicht. Aber du konntest aussuchen, auf welcher Seite du stehst. Und das hat er gemacht. Deswegen, und es spricht von Offenbarung 18, von dem System Babylon, dass er im Hintergrund regiert und sagt, dass er Kaufleute hatte. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt in diesem babylonischen System. Jetzt das Wort Zauberei im Strong Konkordanz bedeutet im Griechischen, Neues Testament ist ja griechisch, Pharmakia bedeutet Medikation, das Einnehmen von Drogen, Vergiften, Magie, buchstäbliche Zauberei, Hexerei oder das Denken, das Gehirn zu narkotisieren. Heißt, und wenn wir das jetzt wirklich mal nochmal Revue passieren lassen, das ganze System, was wir hier sehen, haben Kaufleute, um was zu tun? Menschen zu verführen. Und wenn man jetzt buchstäblich von den Stars selber hört, wer dahinter steckt, und wir sehen es jetzt bestätigt, also was soll ich noch sagen?
Was, im Ernst, logisch betrachtet, was soll ich jetzt noch sagen? Eigentlich könnte ich jetzt zuklappen und gehen, wenn wir unseren Verstand einschalten würden. Wir müssen nicht mehr suchen. Wenn die reale Welt es preisgibt, selbst, was in diesem Buch schon seit Jahren geschrieben stand, was sich jetzt vor unseren Augen erfüllt, was soll ich dazu noch sagen? Sie tragen die Entscheidung, nicht ich. Und das kommt jetzt, jetzt schauen Sie mal, nur ein Beispiel. Jesus wurde nach der Taufe in die Wüste geführt und da wurde er von Satan versucht, okay? Jetzt Achtung. Er wurde vom Geist, also Jesus, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet, das heißt nichts gegessen, getrunken hat er, aber nicht gegessen, war er zuletzt hungrig. Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du, schon mal gehört? Zweifel sehen. Die gleiche Prämisse. Dieses Messer, was von der Bibel Richtung diesem Kind, das ist eine Gefahr. Zweifle daran, das hat mit dir nichts zu tun. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, womit hat sich Jesus immer verteidigt? Was war immer sein erster Satz? Es steht geschrieben. Denn nur so konnte er sich verteidigen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Okay, gehen wir weiter. Dann stellt ihn Satan auf die Zinnen des Tempels und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Jetzt zitiert Satan einen Bibelvers. Aber wenn man genau liest, weiß man, dass er nur die Hälfte zitiert hat. Und das ist so, wie nämlich Satan arbeitet, mit Halbwahrheiten. Bisschen Wahrheit, Rest Lüge. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da hat er abgebrochen, aber der Vers geht noch weiter. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Okay, jetzt kommt die letzte Versuchung, jetzt achten Sie bitte. Jetzt nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Als Adam und Eva die Erde übergeben bekommen haben, waren sie verantwortlich für diese Welt. Aber sie haben den Schlüssel durch den Deal mit Satan abgegeben. Also wer ist jetzt der Fürst dieser Welt, wie die Bibel beschreibt? Satan. Das heißt, er darf hier Gott spielen. Er darf es, bis zu einem gewissen Punkt. Aber er darf. Jetzt Achtung. Und er sagt, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wenn du reich und berühmt werden willst, was musst du tun? Anbeten. Wen? Den Teufel. Dann bekommst du Reichtum. Herrlichkeiten der Welt. Haben wir es gehört oder haben wir es nicht gehört? Buchstäblich. Live. In Farbe. 3D. Nee, 3D nicht. Haben wir oder haben wir nicht? Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Punkt. Jetzt schauen Sie, was passiert. Der Teufel verlässt ihn und Engel treten hinzu und dienten ihm. Und meine Lieben, dieses Versprechen galt nicht nur für Jesus. Jeder Mensch, der sich entscheidet, bewusst entscheidet, durch Wahrheiten, die er erkannt hat, sich für Gott zu entscheiden, passiert genau das Gleiche. Wenn man sich Gott nähert, weicht Satan von dir. Und du hast himmlische Engel, die um dich herum sind und dienen. Für dich. Denn der Kontext des Ganzen ist, es ist ein Kampf wegen unserer Entscheidungen. Erster Teil, den wir gesehen haben. Der Teufel möchte buchstäblich unsere Gedanken steuern und lenken durch das babylonische System, was wir im ersten Teil gesehen haben. Und natürlich auch durch die Musikindustrie, weil es Emotionen anregt und wir dadurch nicht logisch denken. Nüchtern denken. Das überspringe ich noch kurz. Wobei, es ist immer genau das Gegenteil. Während sich Jesus immer in seinem wahren Charakter gezeigt hat, hat der Teufel sich immer maskiert. Gott sagt, er ändert sich wie oft? Wie oft ändert sich Gott? Nie. Er bleibt immer der gleiche. Damals, heute und in alle Ewigkeit. Deswegen kann man Gott vertrauen, weil er sich nicht ändert. Er bleibt seiner Linie treu, während Satan jedes Mal sich vervielfältigt. Man weiß, dass Jesus nicht in seiner physischen, menschlichen Form eine Schönheit war. Wenn aber der Teufel sich jedes Mal mit physischer Schönheit schmückt.
Jesus hält die andere Backe hin, wenn du da drauf schlägst. Aber Satan sagt immer, räche dich darauf. Jesus sagt, Kraft und Macht kommt nur von Gott allein, während Satan durch seine Philosophie behauptet, dass Kraft und Macht von dir selber auskommt. Natürlich kommt sie von dir selber auf, und zwar in dem Moment, wenn du besessen bist. Klar, logisch. Dann hast du gewisse Macht, etwas zu tun, aber es ist nicht von dir aus, sondern es ist auch eine Macht, wie wir gerade gehört haben, oder? Denn du kannst nur so performen, du kannst nur das repräsentieren für deinen Meister, wenn er dir die Kraft gibt dazu. Und dazu braucht es aber auch einen Gehilfen, der takes over for you. Daher, und das ist mein Aufruf zum Schluss, in Epheser 6 heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, das wusste man damals schon, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind himmlische Mächte, mit denen wir es zu kämpfen haben. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Gott gibt uns die Lösung, wie wir wirklich standhalten können in dieser Gesellschaft, auf moralischen Kodex standhalten können. Wirklich, es funktioniert. Ich habe es selber erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier stehen würde, überhaupt. Aber tatsächlich, es geht, wenn man darauf vertraut. Und daher ist der Aufruf an Gott an jeden Menschen gerichtet. Es gibt niemanden, den er beiseite lässt. Das gibt es nicht. Es steht drin, dass Gott möchte, dass jeder Mensch, jeder gerettet wird. Jeder. Weltweit, global. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Frage, wie oft haben wir mal von ganzem Herzen nach Gott gesucht? Oder ist es nur so ein oberflächliches Kratzen? Naja, Gott. Haben Sie mal wirklich von ganzem Herzen mal nach Gott gesucht? Und ich werde mich, und das ist jetzt ein Versprechen, wenn Gott was verspricht, seien Sie 100%, 1000% sicher, dass er es einhält. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten. Das ist ein Versprechen. Deswegen, der letzte Vers, sagt Jesus. Das ist mein Aufruf an Sie heute Abend. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wann finden Sie mal Ruhe für sich? Wann haben Sie denn jemals wirklich Ruhe gehabt und nicht nur ein Gefühl, sondern eine Gewissheit, dass all diese Last um Sie herum einfach mal weg ist? Weil sie was erkannt haben, was wahrhaftig ist und sagen können, jetzt weiß ich's, jetzt habe ich's. Und plötzlich merkt man, wie diese Last leichter wird. Und das geschieht nur durch Wahrheit, weil man sie prüfen kann in der realen Welt. Ganz genau. Hier war noch eine Frage. Ich wollte nur sagen, also früher musste bei mir immer der Fernseher laufen und das Radio, immer so eine Hintergrundgeräusche. Ja? Und heute ist es anders. Wenn ich das Radio anmache, ich kann das nicht lange hören, diese Musik. Es ist einfach unangenehm. Ich muss das ausmachen. Mal kurz eine Frage. Also, ja, kurz an alle, auch die im Livestream zu sind. Wie viel Zeit der Ruhe haben Sie dann am Tag? Wirklich Ruhe. Ich meine, nicht irgendwas im Hintergrund hören oder Ruhe. Hier oben. Einfach mal Ruhe. Wie oft? Am Tag. Können Sie da überhaupt noch klar denken, wenn Sie keine Ruhe haben im Kopf? Wenn Sie ständig irgendwas bewegt und belastet? Oder es muss irgendwie im Hintergrund was abgelenkt sein?
durch Musik oder Fernsehen. Bei mir ging es genauso. Ich konnte nicht ohne Fernsehen ins Bett. Ging nicht. Der Fernseher musste laufen, sonst konnte ich nicht einschlafen. Wie oft haben Sie wirklich mal Ruhe, Ruhe, um mal in Ruhe nachzudenken, mal reflektieren zu lassen, welchen Wert Sie und vor allem welchen Stellenwert Sie in dieser Welt haben. Vor allem, was um Sie herum eigentlich geschieht. Vor allem nach dem, was Sie jetzt wissen. Wissen Sie eigentlich, dass um Sie gekämpft wird? 24 Stunden lang? Das ist uns gar nicht bewusst. Ich meine, wenn schon die Steuermechanismen in dieser Welt durch unsichtbare Wesen, also gefallene Wesen, kontrolliert wird und sie sagen es selbst, wie real ist dann dieses Buch, das im Ursprung genau davon spricht und in deinen Offenbarungen mittlerweile jetzt vor unseren Augen sich die Prophetien erfüllen? Buchstabe für Buchstabe. Jetzt, vor unseren Augen. Und wenn man dem weiter Glauben schenken möchte, dann wird man bald feststellen, dass es bald zu einem Ende kommen wird. Und wissen Sie, was interessant ist? Jeder Mensch da draußen, ob er gläubig ist oder nicht, merkt, dass in dieser Gesellschaft irgendwas passiert. Mehr und mehr und mehr. Die Leute wachen auf. Aber sie finden keine Zusammenhänge von irgendeinem Ursprung. Sie suchen da, sie suchen dort, aber finden nichts Brauchbares, was ihnen Halt gibt, um das für sich im Gedanken, im Herzen wirklich bestätigen zu können. Ich möchte Ihnen einfach nur die Chance geben, probieren Sie es doch mal mit der Bibel. Auch wenn Sie denken, oh Bibel und Christen, denken Sie mal nicht so, weil es hat nichts damit zu tun, in erster Linie. Das ist ein Liebesbrief an den Menschen direkt, in erster Instanz. Alles Weitere wurde darauf aufgebaut. Aber die erste Instanz ist die Bibel nichts anderes als ein Liebesbrief direkt von Gott an die Menschen. Er zeigt darin seinen wahren Charakter, er zeigt darin seinen kompletten Plan mit der Erde, er hat sogar Zeitprophetien drin, die sich sogar erfüllt haben. Er hat die Weltreiche vorhergesagt. Glaubt kaum einer, nicht? Aber in Daniel hat er sogar die Weltreiche vorhergesagt. Und in Offenbarung lesen wir, wie der Papst und Amerika gemeinsam jetzt die Welt beherrschen wollen. Und das sehen wir vor unseren Augen. Und. Wir könnten noch bis morgen früh hier sitzen, wenn Sie wollen. Haben Sie Schlafsäcke dabei? Nein. Aber Sie müssen verstehen, dass für Sie einfach mal eine Möglichkeit besteht, mal wirklich aus einem anderen Blickwinkel mal die Sache anzugehen. Warum nicht mal mit der Bibel? Wenn es schon so real ist, dass die reale Welt es sogar bestätigt, ja, warum dann nicht probieren? Was haben Sie denn zu verlieren? Ansehen gegenüber Ihren Nächsten? Na, wenn das Ihr Wert ist. Gott liebt Sie so viel mehr. Sie müssen bedenken, dass er den ganzen Himmel aufgegeben hat, nur um eine Menschenseele zu retten. Und wenn nur einer gesündigt hätte, hätte er sein ganzes, er hat seinen Thron aufgegeben für uns. Sein Thron, das muss man sich ja vorstellen. Also, ich wünsche mir so einen Gott, der für mich alles aufgibt, nur damit ich gerettet werden kann. Ist es auch Ihr Wunsch? Das liegt in Ihrer Entscheidung. Sie haben es in der Hand. Sie dürfen frei wählen. Das ist etwas, was wir achten sollten und gut nutzen sollten.